Sehen Sie geradeaus. Nach rechts, nach links. Sehr schön. Ich fühle mich schon sehr gut, Doktor. Wann werden Sie mich entlassen? Es tut mir leid, dass Sie so lange warten müssen, aber ich wollte noch die Ergebnisse des letzten neurologischen Tests sehen, bevor ich hier mit Ihnen spreche. Aber es ist doch alles in Ordnung, oder? Ich will ganz offen zu Ihnen sein, Peter. Da gibt es einige Probleme. Welche denn? Ihre Reaktionen auf gewisse Reize sind immer noch leicht außerhalb der Norm. Und ich glaube, es ist nicht auszuschließen, dass Ihre Sehkraft von den traumatischen Erlebnissen, die Sie hatten, beeinträchtigt worden ist. Da ist nun mal diese Schusswunde und die war, wie Sie wissen, sehr, sehr schwer. Aber mir geht es besser, ich habe das überwunden. Sie waren klinisch tot und die damit zusammenhängende Unterversorgung Ihres Gehirns mit Sauerstoff, naja, all das hat zu Ihrem Zustand beigetragen. Ist das auch der Grund für meine zeitweiligen Blackouts? Wahrscheinlich. Da kann man doch sicher was machen. Ich meine, da wird doch nichts zurückbleiben, oder? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Oh Gott. Im Augenblick können wir nicht viel mehr machen, als abzuwarten und Sie beobachten. Peter, in gewissem Umfang ist das Gehirn in der Lage, sich selbst zu heilen. Und das mag im Laufe der Zeit auch geschehen. Wir müssen noch die letzte Computertomographie auswerten. Und wenn sich daraus etwas ergeben sollte, reden wir beim nächsten Mal darüber. Na schön, aber deswegen kann ich doch das Krankenhaus verlassen, Doc. Keine Geduld mehr, weiter im Bett zu bleiben. Ja, das kann ich eigentlich gut verstehen. Und ich werde auch Ihre Entlassung unterschreiben. Aber lassen Sie sich am Wochenende hier sehen. Sollten in der Zwischenzeit irgendwelche Probleme auftreten, also Schwindelgefühle oder eine Beeinträchtigung des Sehvermögens, dann möchte ich, dass Sie mich sofort anrufen. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich kann immer noch klar denken. Ich weiß noch, wie viele Finger und Zehen ich habe. Wahrscheinlich kann ich auch 2 und 2 zusammenzählen. Glauben Sie mir, ich fühle mich wirklich nicht schlecht. Im Wesentlichen bin ich auch sehr zufrieden. Ich danke Ihnen, Doktor. Ich weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Bitte übernehmen Sie sich nur nicht, ja, Mr. Flint. Keine Sorge. Sie dürfen sich nicht überanstrengen. Ich verspreche Ihnen, dass ich das nicht werde. In Ordnung. Schön. Sie können sich jetzt anziehen. Danke. Wir sehen uns dann später. Verdammten Ärzte machen mich noch ganz verrückt. Ich muss Kelly anrufen. Ich rieche wahrscheinlich nach Bohnensuppe. Oh, du riechst fantastisch. Ja, du liebst ja mexikanisches Essen. Und dich. Hey, Baby, ja. Hör zu, ich habe heute noch mal den ganzen Tag über unseren Hochzeitstag das nachgedacht. Das habe ich auch. Und dieses Mal brauchen wir noch nicht einmal ein Erdbeben. Oh nein. Joe, ich erinnere mich noch ganz genau daran. Es ist mir egal, was Daddy denkt. Ich werde ihn nicht mal fragen. Ich werde es ihm nur sagen. Zack, bumm, ja genau, gib's ihm. Oh, das tue ich. Ich habe eine Idee. Warum gehen wir beide nicht ins andere Zimmer und unterhalten uns noch etwas genauer darüber? Ah, hm? Du stehst auf Diskussionen. Ja. Du liebst diese Art von Diskussion. Ja, du kennst mich gut. Also komm, lass uns nicht länger warten. Oh nein, nein, das tut mir leid. Ich kann jetzt nicht. Oh doch, bitte. Joe, ich muss zurück zur Arbeit. Ich habe nur eine Pause und keine Ferien. Es wird alles besser für uns werden, das verspreche ich. Ich bin glücklich. Was? Du arbeitest zurzeit als Kellnerin und ich repariere Autos. Das ist doch in Ordnung. Nein. Ich will, dass wir beide was anderes machen und zwar sehr schnell. Joe, es kommt alles zu seiner Zeit, das weiß ich ganz genau. Findest du nicht, dass du dich jetzt umziehen solltest? Oh ja, das ist eine gute Idee. Kannst du mir helfen, das hier auszuziehen? Jetzt komm nur nicht wieder auf falsche Gedanken. Ich habe keine Zeit. In dem Augenblick, wo wir keine Zeit mehr haben für diese Gedanken, sind wir in Schwierigkeiten. Ich in Ordnung, ich bleib dir auf den Fersen. Hallo? Kelly? Ja. Hier ist Peter. Was ist das? Oh, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich werde heute Abend aus dem Krankenhaus entlassen. Ach, wirklich? Sicherlich bist du sehr froh darüber. Es ist wohl der falsche Zeitpunkt, dass ich anrufe. Sicher bist du nicht allein, oder? Nein, bin ich nicht. Oh, tut mir leid. Das ist in Ordnung. Kelly, ich würde in nächster Zeit gerne mal vorbeisehen. Wäre dir das recht? Du willst hier vorbeisehen? Wieso denn? Ich habe etwas, was dir gehört und das möchte ich dir gerne zurückgeben. Nein, das ist nicht nötig, Peter. Du kannst es meinetwegen behalten. Nein, Kelly, das geht nicht. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Bitte, es ist wichtig für mich. Wir werden uns sehen, Peter, aber heute geht es nicht. Wieso denn nicht? Ich meine, es dauert höchstens 5 oder 10 Minuten, das ist alles. Ich hab zu tun. Ruf mich irgendwann wieder an und dann treffen wir uns. Joe ist bei dir, nicht wahr? Ja, genau so ist es. Naja, ich schätze, das ist in Ordnung. Ihr seid verlobt, also hat alles seine Richtigkeit. Wir beide waren doch auch mal verlobt, weißt du noch? Peter, bitte. Na schön, Kelly, dann treffen wir uns eben ein anderes Mal. Ich werde dich anrufen, wenn du nicht so beschäftigt bist. Okay, das war gut. Du musst ihm immer nur wieder sagen, dass du ihn nicht sehen willst. Es wird nicht leicht sein, ihm aus dem Weg zu gehen. Joe, er hört dir sich so eigenartig an. Sie soll verdammt sein! Beide sollen verdammt sein!
Hey! Wer sind Sie? Drehen Sie sich um! Warum tun Sie mir das an? Drehen Sie sich um und zeigen Sie sich! Sophia! Nein! Sophia! Nein! 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 Nein, das gibt es alles nicht! Es kann nur irgendeine Verkleidung sein. Sie will mich fertig machen, aber das wird ihr nicht gelingen. Ihr Ehemann, der steckt dahinter, nicht wahr? Aus irgendeinem Grund wollt ihr beide, dass ich sie für Sophia halte. Ich weiß nicht warum, aber ich kannte sie zu gut. Also, wer sind Sie? Sagen Sie schon etwas. Na los, los, sagen Sie etwas, verdammt! Wer sind Sie? Wer sind Sie wirklich? Drehen Sie sich um. Halten Sie still und drehen Sie sich um. Machen Sie schon. Machen Sie schon. Soll ich Ihnen etwas über Sophia erzählen? Sie hatte ein Muttermal am Handgelenk. Was ist denn los? Layton, du wolltest mit mir reden? Ja, das will ich. Komm rein. Aber, Darling, bevor du anfängst, solltest du wissen, dass ich heute einen sehr anstrengenden Tag hatte. Ich wollte mit dir reden, bevor Daddy nach Hause kommt. Du siehst so ernst aus. Ich will wissen, wieso er verhaftet wurde. Ich muss diese ganze Geschichte kennen. Darling, dein Vater hat niemanden getötet. Ja, ich weiß auch, dass er kein Mörder ist. Aber weshalb hat man ihn verhaftet? Ich meine, es muss doch etwas gegen ihn vorgelegen haben, sonst hätte man ihn doch nicht festgenommen. Schatz, ich... Also, was war es, Mom? Ich glaube nicht, dass wir im Augenblick darüber reden sollten. Na schön, wenn du darüber nicht reden willst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Capwells wirklich hoch erfreut sind, mich aufzuklären. Oh nein, das wirst du natürlich nicht tun. Dann sag du es mir. Vater dir das erzählt und nicht ich. Mutter, es ist mir ganz egal, von wem ich es erfahre. Ich will es einfach nur wissen. Oder muss ich wirklich erst zu fremden Leuten gehen? Nein, das ist nicht nötig. Dann sag es mir. Ich möchte im Augenblick nicht darüber reden. Diese ganze Angelegenheit ist mir sehr peinlich. Gut, wie du willst. Dann werde ich Ted anrufen. Er wird mir die Wahrheit sagen. Willst du denn wirklich, dass ich das tue? Nein. Na schön, du willst es nicht anders. Nein, tu das nicht. Ich sage dir, was du wissen willst. Ich wünschte nur, du würdest nicht so darauf bestehen. Ich habe das Gefühl, dass hier im Haus schon seit Jahren permanent vor mir etwas verheimlicht werden soll. Wieso sagt mir hier keiner was? Ich will Dinge von dir fernhalten, weil ich dich liebe. Nicht nötig. Ich bin erwachsen. Was geht hier vor? Na schön. Ich sagte, ich würde es dir erzählen. Und das werde ich. Ich glaube einfach nicht, dass sie was mit Lionel Lockridge hatte. Das ist doch nicht möglich. Komm her. Nein! Komm her, komm mit mir jetzt. Nein, nein! Los, weiter! Nein! Weiter! Nein! Hier rein! Jetzt werden wir reden. Wirst du mich wieder schlagen? Warum tötest du mich nicht einfach? Sophia, wie ist das möglich? Wie ist das nur möglich? Du bist zurück aus dem Grab. Du und Dominic, ihr seid ein und dieselbe Person. Ich verstehe das alles nicht. Hast du mir das alles angetan? Diese furchtbaren Dinge. Hast du den Badeanzug und die Maske in mein Haus gelegt? Hast du hinter all dem gesteckt? Ja. Weißt du nicht,
dass du mich fast verrückt gemacht hast. Ich bin praktisch wahnsinnig geworden. Und genau das wollte ich auch. Und wieso? Warum wolltest du das? Du wolltest mich vorhin umbringen im Speisewagen. Warum? Ja, ich wollte es. Aber ich konnte es leider nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Warum? Warum sollte ich tot sein? Das weißt du doch. Ich weiß es nicht. Ich hasse dich. Du wolltest mich umbringen. Oh nein. Hilfe! Hilf bitte niemand um! Sei ruhig, bitte! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Bitte, ich hasse dich! Bitte, ich habe dich gehasst! Ich habe dich gefürchtet und ich habe versucht, dich zu töten, aber ich konnte es nicht! Ich wollte dich loswerden für den Rest meines Lebens! Wenn du nicht gewiss, töte ich dich! Wieso tötest du mich nicht sofort? Das werde ich auch! Sei endlich ruhig! Channing hat von der Affäre Wind gekriegt. Und angeblich hat dein Vater ihn umgebracht, damit er niemandem davon erzählen konnte. Er hat es natürlich nicht getan. Es ist nur eine Hypothese, mit der die Polizei arbeitet. Um die Wahrheit zu sagen, auch ich wusste es bis vor kurzem nicht. Ihr wart doch so glücklich miteinander. Wieso sollte er ein Verhältnis mit einer anderen Frau haben? Ich kann ihn dafür nicht völlig verurteilen. Sophia war wie eine streunende Katze und sie war leicht zu haben. Sie verführte ihn wohl. Sie kannte keine Moral und hatte keine Skrupel. Ich weiß nicht, was Cici getan hätte, wenn Channing ihm erzählt hätte, dass seine Mutter und dein Vater eine Affäre hatten. Möglicherweise hätte er ihn sofort erschossen. Sophia hatte eine unheimliche Macht über Männer. Sie waren wie Wachs unter ihren Händen. Und sie schaffte es, dass sie Dinge taten, die sie normalerweise nie tun würden. Du beschreibst sie so, als wäre sie eine Hexe gewesen. Ja, ja, sie war auch so etwas wie eine Hexe. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich an der ganzen Sache völlig unschuldig bin. Weißt du, zuerst wollte ich keine Kinder. Ich meine, natürlich wollte ich Kinder haben, aber ich wollte einfach etwas warten. Ich wollte die Welt kennenlernen, naja, mir alles ansehen. Dein Vater und ich stritten uns deshalb. Ich bin schließlich abgereist. Ich fuhr mit Mutter nach Europa für ein paar Monate und in der Zeit haben gelernt. Ich weiß, du hast Daddy auch betrogen. Laken, ich weiß, dass du das weißt, aber das jetzt zu sagen, ist nicht gerade charmant. Außerdem steht fest, dass dein Vater mich zuerst betrogen hat. Du hast es also nur getan, um dich an ihm zu rächen, Mom? Selbstverständlich. Ich kann nicht glauben, dass er eine Affäre hatte, die so lange dauerte. Das ist einfach unfassbar für mich. Ja. Das ist sogar jetzt noch erniedrigend für mich, wenn ich daran denke. Sogar heute noch. Und die schmerzhafte Wahrheit ist, dass es immer noch laufen könnte, wenn Sophia noch am Leben wäre. Vielleicht würden sie sich noch sehen. Und ich denke sogar, dass immer noch was ist. Dein Vater hat Sehnsucht nach ihr, obwohl sie schon so viele Jahre tot ist. So, und jetzt? Bist du nun zufrieden? Ist ja fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ja. Ich glaube das nicht. Das darf doch alles nicht wahr sein. Layton, komm schon, wir müssen jetzt gehen. Die ganze Capwell-Familie hat es auf Vater abgesehen. Layton, lass nicht zu, dass sie uns das antun. Das ist nicht fair. Wir müssen jetzt stark sein. Wir schaffen es schon. Ja, wir schaffen es schon. Sprich weiter. Bitte sprich weiter, Sophia. Ich will alles wissen. Den ganzen Hintergrund dieser Gemeinheit. Los, sag schon. Sag es mir. Ich wollte dich verlassen, aber du hast es nicht erlaubt. Nein, ich habe es nicht erlaubt. Dann
Der letzte Tag auf dem Boot. Ich sagte, dass ich dich verlassen will und wir stritten uns. Und plötzlich hast du mich über Bord gestoßen. Und dann, als ich im Wasser war, hast du das Boot gewendet und du fuhrst einfach weiter, ohne Rücksicht. Du bist über mich hinweggefahren, aber du hast das Boot nochmal gewendet. Du kamst zurück und tatest es wieder und wieder. Du wolltest sicher sein, dass du mich getötet hast. Ich tauchte unter. Ich schwamm vorsichtig weg, ich weiß es noch. Nein, so ist es nicht passiert. So ist es nicht passiert. Du bist ausgerutscht, Sophia. Ausgerutscht bist du. Du bist über Bord gefallen. Es war ein Unfall. Oh, Lionel. Ich sah dir in die Augen. Und ich sah den Hass in deinen Augen, als ich dir sagte, dass ich dich verlassen würde. Und es ist mir egal, was du darüber denkst. Ich habe alles erreicht. Alles, was ich wollte. Ich habe erreicht, dass Joe Perkins freigesprochen worden ist und dass man dich angeklagt hat, Channing ermordet zu haben. Was sagst du da? Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Was sagst du da? Ich hätte dich niemals töten können. Ich liebte dich doch. Ich hätte dich niemals töten können. Du wolltest nicht wahrhaben, dass ich dich verlasse, Lionel! Sophia. Sophia. Alles, was... Sieh mich an. Alles, was damals passiert ist, war ein Unfall. Glaub mir bitte. Bitte glaub mir. Ein Unfall. Ja, der Wagen ist auf den Namen eines der Capwells zugelassen. Wir fanden Blut auf der Windschutzscheibe. Aber hier ist niemand. Ich werde mich noch mal umsehen. Es sieht so aus, als hätte er versucht zu wenden und dabei die Kontrolle verloren. Keine Ahnung, wo der Fahrer ist. Fabelhaft aus. Sind das deine? Nein, das sind deine. Die habe ich für dich gekauft. Für mich? Ja. Wirklich? Ja. Wie heißt du denn? Annie. Das ist ein schöner Name. Wo sind denn Mom und Dad? Sie reden mit dem Arzt. Ah, ich verstehe. Weißt du, ich habe keine Eltern mehr. Ich hoffe, dass du deine Eltern liebst. Es ist nämlich schön, wenn man welche hat. Ich weiß. Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche dir, dass du hier ganz schnell wieder rauskommst. Vielen Dank für die Blumen. Es war mir ein Vergnügen, Annie. Auf Wiedersehen und alles Gute. Wiedersehen. Hallo. Hallo, ist das deine Freundin? Ist sie nicht hübsch? Oh ja. Ich wollte gerade gehen. Komm mit in mein Zimmer. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du kommen wolltest. Ich musste etwas länger arbeiten und da dachte ich mir, ich bringe dir ein paar Sachen aus dem Büro mit. Oh, das ist sehr nett von dir. Ich wollte in ein paar Tagen ohnehin vorbeikommen, aber so ist es ja viel besser. Na, ich dachte mir, es wäre vielleicht unangenehm für dich, wenn du selbst vorbeisiehst. Ja, da hast du recht. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Es gibt zurzeit nicht sehr viele Menschen, die mir helfen würden. Eigenartig, wie man in der Gunst fallen kann und was für ein tiefer Fall das ist. Also, was wirst du jetzt tun? Hast du irgendwelche Pläne? Nein, noch nicht. Aber du wirst doch Geld brauchen, oder? Was soll denn das? Ich meine, ohne Geld kannst du schlecht existieren. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Dollar gespart. Irgendwie finde ich schon Arbeit. Viel wichtiger ist zurzeit, dass die Staatsanwaltschaft mir keine Auflagen mehr machen wird. Nun, in dieser Hinsicht hast du ja wirklich Glück gehabt. Ja, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Und das ist mir im Augenblick viel mehr wert als Geld. Abgesehen davon bin ich nicht so übel, wie die meisten Leute denken. Natürlich bist du das nicht. Weißt du, alles, was passiert ist, seit ich hier bin, hat mich verändert.
Das glaube ich dir. Du bist dem Tod so nahe gewesen. Das muss doch einen Menschen verändern. Genau so ist es. Und jetzt fange ich ganz unten an. Es kann nur aufwärts gehen. Lass uns hier verschwinden. Ich war lang genug hier. Du wirst schon wieder glücklich werden, Peter. Es würde mich schon glücklich machen, wenn ich dich zum Kaffee einladen darf. Oh, Peter, ich würde gerne, aber ich... Schon in Ordnung, ich verstehe. Das war sowieso kein großzügiges Angebot. Um ehrlich zu sein, würde ich dich lieber zu einem Drink einladen oder zu einem Abendessen, aber leider kann ich mir zurzeit nur eine Tasse Kaffee leisten. Ich wollte dir auch noch einmal danken, Veronica, dafür, dass du mir geholfen und mich wie ein Mensch behandelt hast und nicht wie ein Monster. Hör zu. Ich weiß natürlich, dass die Dinge im Moment für dich nicht sehr gut aussehen, aber du wirst bald wieder eine gute Stellung finden. Ja, natürlich. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dir nicht Kaffee trinken kann, aber ich habe für heute Abend schon etwas vor. Ja, das verstehe ich doch. Du bist eine attraktive Frau, also wie sollte das anders sein? Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich dich nie vergessen werde, Veronica. Und ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Du warst zwar nicht gerade mein Komplize, aber... Du warst loyal. Und das rechne ich dir ziemlich hoch an. Oh, Peter, ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch, Veronica. Wir werden uns bald wiedersehen. Oh ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ted, um Gottes Willen, was ist mit Ihnen passiert? Reden. Mein Gott, Ted! Also, wo ist sie? Sie ist nicht zu Hause. Das glaube ich Ihnen nicht. Das hier ist mein Haus, in dem Sie sind, danke, nicht ich Ihr. Ich weiß, wo ich bin. Ich muss Laken sehen. Nein, das geht jetzt nicht. Sie ist oben und zieht sich um. Warten Sie einen Moment. Bleiben Sie, wo Sie sind. Warten Sie da. Ja, was wünschen Sie? Ich suche Mr. Lionel Lockridge. Er ist nicht zu Hause. Was wollen Sie von ihm? Wissen Sie, wo er ist? Nein, das weiß ich nicht. Aber Sie sollten das eigentlich besser wissen als ich. Was meinen Sie? Ich meine, die Polizei spioniert ihm doch in der ganzen Stadt nach. Sie müssen doch wissen, wo er ist. Wieso fragen Sie mich? Wir wissen leider nicht, wo er ist. Nicht zur Zeit. Deshalb hat man mich hergeschickt, um zu sehen, ob er hier ist. Halten Sie es für möglich, dass er die Stadt verlassen hat? Die Stadt verlassen hat? Er ist ein Verdächtiger, kein Flüchtling. Er müsste sich morgen früh bei uns melden. Und zwar genau um 9 Uhr. Ist gut. Und sollte er nicht auftauchen, gehen wir davon aus, dass er die Kaution verfallen lässt. Mein Mann pflegt seine Verabredung einzuhalten und er ist äußerst pünktlich. Wenn Ihr Gatte sich nicht bei uns melden sollte, wird er von uns verhaftet. Dann kommt er ins Gefängnis und da wird er auch bleiben. Wenn Sie irgendwie in Kontakt mit ihm stehen, dann sagen Sie ihm, dass es sehr wichtig ist, dass er sich bei uns meldet. Es würde nämlich sonst der Eindruck entstehen, dass er wirklich schuldig ist. Ja, aber er ist nicht schuldig. Er wird auch dort sein. Gute Nacht. Ich habe jetzt andere Sachen zu tun. Ich danke Ihnen. Es ist eine furchtbare Sache, wenn die hinter einem her sind. Du musst mir glauben, bitte. Du musst mir zuhören. Nachdem ich das Ufer erreicht hatte, da wusste ich nicht mehr, wer ich war und wo. Ich erinnere mich noch, ich fand ein paar Kleidungsstücke. Und ich erinnere mich noch an mein Begräbnis. Und ich erinnere mich, dass ich ständig Albträume hatte. Über dich, dass du mich verfolgst und mich töten willst. Aber es waren keine Albträume, es war die Wirklichkeit. Nein. Und dann, als ich aufwachte, da war ich in einem Obdachlosenheim. Obdachlosenheim? Ja, ich war in Europa und ich war in einem Obdachlosenheim und ich kam nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Und ich weiß es auch heute noch. Du siehst Lionel,
Das ist es, was du aus mir gemacht hast. Das hast du mir angetan durch diese furchtbare Tat. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, an nichts mehr. Abgesehen von dieser abscheulichen Erinnerung an dieses Boot. Dieses Boot, das mich unter Wasser drückte. Dieses Boot, das immer näher kam. Ich versuchte wegzumachen, es kam näher und näher, und dann hat es mich getroffen, es überfuhr mich. Nein. Oh, doch, doch, sieh es dir an, sieh, was du mir angetan hast. Das hast du mir angetan, Lionel. Ja, ich habe etwas gehört, aber ich wusste nicht, was es war. Ich schwöre es dir, Sophia. Ich habe es nicht gewusst. Du wolltest mich umbringen. Ja, du wolltest mich umbringen mit dieser Erinnerung. Habe ich mein ganzes Leben lang gelebt, dass ein Mann, den ich liebte, versucht hat, mich zu töten. Nein. Sophia. Nächster Bahnhof Sacramento. Der Zug hat 20 Minuten Aufenthalt. Hilfe! Hier ist ein Mann in meinem Sophia! Arm! Ist alles in Ordnung da drin? Ja, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ich komme nicht nach Santa Barbara. Ich bin im Zug nach Chicago. Er hält in Sacramento. Treffe mich dort. Liebe Sophie. Peter, was willst du hier? Hallo, Joe. Tut mir leid, dass ich dich störe, aber ich würde gern mit Kelly reden. Sie kann jetzt nicht. Das hat sie dir doch vorhin schon gesagt. Und ich sag's dir jetzt nochmal. Hör zu, Joe. Ich weiß, wie du über mich denkst. Ich meine, ich weiß, dass du mich hasst und... So ist es. Aber ich bin ein freier Mann. Und ich kann gehen und kommen, wann ich will. Du solltest nicht einfach da auftauchen, wo man dich nicht sehen will. Ich habe einen Grund, herzukommen. Welchen denn? Ich habe ein paar Sachen, die ich Kelly gerne wiedergeben will. Und das wäre... Es handelt sich um ein paar Briefe. Es wäre nicht richtig, wenn ich sie behalte. Vergiss sie. Sie sagte dir doch, dass sie nicht haben will. Nein, nein. Ich will das nicht. Ich möchte mich jetzt wirklich korrekt verhalten. Das ist sehr wichtig für mich. Wieso kann ich nicht ein paar Minuten mit ihr reden? Es dauert nicht lange. Was ist denn schon dabei? Ich kann dir einfach nicht mehr trauen. Ich werde dir nichts tun. Ich habe gesagt, dass ich dir nicht vertraue. Und das bedeutet, dass ich auch nicht dem traue, was du erzählst. Sie ist zurzeit nicht hier, also würdest du jetzt bitte gehen. Oh, arbeitet sie? Niemand will mit dir sprechen, Peter, und ganz besonders Kelly nicht. In Ordnung. Ich verstehe das. Tut mir leid, wenn ich gestört habe. Was ist mit Mr. Lockridge passiert? Was soll mit ihm passiert sein? Was meinen Sie? Hat er die Stadt verlassen? Natürlich nicht. Wo ist er dann? Er ist ausgegangen, eine persönliche Sache. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, wo er ist. Oh, arbeiten Sie jetzt für die Polizei? Muss ich Ihnen antworten, ja? Nein, müssen Sie nicht. Na, was für ein Segen. Und, weiß Laken Bescheid? Bescheid worüber? Über Ihren Vater und meine Mutter. Ja, ich habe sie heute Abend gesagt. Dann muss ich Sie sprechen. Bitte lassen Sie mich durch. Ich finde, das ist keine gute Idee. Sie ist sehr aufgeregt und möchte allein sein. Wenn sie aufgeregt ist, dann lassen Sie mich mit ihr reden. Ich werde sie schon beruhigen. Oh, nein, nein. Ich denke nicht, dass das geht. Kommen Sie doch morgen wieder oder übermorgen. Nein, sofort. Hören Sie, ich werde jetzt hochgehen und mit ihr reden. Und wenn sie mich selbst wegschickt, dann werde ich gehen. Ich werde Sie jetzt bitten zu gehen. Tut mir leid. Das können Sie nicht tun. Wir hatten eine Vereinbarung. Das geht mich nichts an. Ich weiß genau, was am besten für meine Tochter ist. Ich gehe jetzt auf der Stelle da hoch. Und wenn Sie sich Kopf stellen... Ich will nicht, dass Sie sie belästigen. Hören Sie! Verfluchter Mist! Laken, bist du da? Ich bin's. Ted? Oh, Ted, ich bin so froh, dass du da bist. Ich liebe dich. Oh, Ted. Ich liebe dich auch. Bitte einsteigen! Entschuldigen Sie bitte. Ja?
Vielleicht können Sie mir helfen. Können Sie mir sagen, ob Sie diese Frau hier im Zug gesehen haben? Nein, ich glaube... Ich bin ganz sicher, dass sie im Zug ist. Wir hatten verabredet, uns hier zu treffen, hier in Sacramento. Ich würde mich erinnern, wenn ich sie gesehen hätte. Aber ich weiß, dass sie nicht ausgestiegen ist. Ich habe auf dem Bahnsteig gewartet, bis alle ausgestiegen waren. Es tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich glaube, ich kann Ihnen da nicht helfen. Diese Jahre hast du mich in dem Glauben gelassen, du wärst tot. Ich verstehe es nicht. Wie konntest du mir das nur antun? Wieso? 15 Jahre. 15 Jahre. Lang habe ich geglaubt, du wärst tot. 15 Jahre lang verfolgte mich dieser Schrei. Und er hat mich gequält. Ich hörte ihn jeden Tag. Jeden Tag in meinem Leben. Was immer ich tat, wohin ich auch ging, ich tat alles nur, um zu vergessen. Sophia, ich habe all die Jahre sogar die Küste von Santa Barbara gehasst. Ich konnte noch nicht einmal auf das Meer sehen, ohne an dich zu denken. Nur an dich. Ich habe ständig an dich gedacht. Jeden Augenblick. Immer. Was hast du mit mir gemacht? Du hattest kein Recht, mir das anzutun. Du hast mich leiden lassen. 15 Jahre. 15 Jahre meines Lebens habe ich gedacht, du wärst tot. Du hast kein Recht darauf, am Leben zu sein. Oh, hallo Veronica. Oh mein Gott, Kelly, ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest. Ja, schon ein paar Wochen. Soll ich dir einen Tisch geben? Oh ja, bitte sehr. Für dich allein? Ja, ich bin allein. Es ist wohl die Schuld deiner Schwester, dass du so lange arbeitest, nicht? Nein, nein. Willst du etwas von der Bar? Nein, danke. Ich will nur etwas essen. Perfektes Timing. In 5 Minuten macht die Küche zu. Na, dann werde ich mir mal ganz schnell etwas aussuchen. Lass dir Zeit. Tja, das ist wirklich ruhig heute Abend, nicht? Ja. Weißt du was? Wenn du früher gehen willst, dann verschwinde ruhig. Bist du sicher? Absolut. Spring ein anderes Mal für mich ein. Also, du gehst und ich mache heute Abend zu. Ich kann das schon. Oh, Barbara, das wäre wirklich nett von dir. Ich würde sehr gerne nach Hause gehen. Das kann ich dir kaum verdenken. Du hast ja wirklich einen tollen Typen zu Hause. Wäre das bei mir so, dann müsstest du länger bleiben. Ich bin sicher, dass da irgendwo ein fabelhafter Typ auf dich wartet, nicht wahr? Ach, ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich bin noch nicht lange genug in der Stadt, um den Männern eine Chance zu lassen. Aber du fühlst dich doch sicher wohl hier, oder? Ja, natürlich. Ich liebe diese Stadt und ich mag meinen Job, wirklich. Das ist großartig. Also, ich habe das Gefühl, als würde in nächster Zeit etwas ganz Tolles geschehen. Kann ich mir gut vorstellen. Also, ich hole jetzt meine Sachen, ja? Würdest du nach diesem Tisch da bitte sehen? Na klar, geht in Ordnung. Ich hoffe, Sie haben sich schon entschieden. Das Menü des Tages ist leider aus. Nein, ich habe es mir überlegt. Ich denke, eigentlich will ich gar nichts mehr essen. Ich bin nämlich nicht sehr hungrig. Aha. Es tut mir wirklich leid. Ich danke Ihnen. Okay. Guten Abend. Wollen Sie die Karte? Was? Naja, unsere Küche schließt gleich. Also, wenn Sie noch etwas bestellen wollen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Wir haben den besten Kaffee in der Stadt. So, hier. Vielen Dank. Keine Ursache. Ja, gut. Thank you.
ist wunderhübsch. Und früher gehörte sie mir. Entschuldigen Sie bitte. Ich versuche, diese Frau hier zu finden. Sie haben sie nicht zufällig in diesem Zug gesehen. Es tut mir leid, ich fürchte nein. In Ordnung, vielen Dank. Danke. All diesen Jahren wusste die Wahrheit, auch du nicht und auch nicht meine Familie. Oh Gott, ich war ihnen doch so nah, aber jedermann dachte, ich wäre tot. Niemand in den Arm nehmen zu können und nie in den Arm genommen zu werden. Oh, ich hätte das so gebraucht. Ich habe sie alle vermisst. Ich liebte sie doch so sehr. Nein, tut mir leid. Danke. Deine Mutter wollte mich nicht zu dir lassen. Ted, was ist mit deinem Kopf passiert? Ach, das war blöd. Ich habe den Jeep zu Schrott gefahren. Was? Ich habe nicht darauf geachtet, wo ich hinfahre. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich will nur mit dir sprechen. Ich werde dich verarschen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das Dumme ist nur, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Frag einfach. In Ordnung, Laken. Du sagtest doch, ich soll Vertrauen haben. Dein Vater wäre trotz allem unschuldig. Völlig egal, wie viele Indizien gegen ihn sprechen, du warst voll und ganz von seiner Unschuld überzeugt. Ja, und? Ich habe auch daran geglaubt. Damals. Jetzt nicht mehr? Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Zum Beispiel haben wir erfahren, dass dein Vater und meine Mutter ein Verhältnis hatten. Du weißt davon, Laken. Deine Mutter hat es mir gesagt. Mich würde nur interessieren, ob du jetzt anders über alles denkst. Nein. Das tue ich nicht, weil ich meinem Vater vertraue. Ich weiß, dass er nicht schuldig ist. Wenn du immer noch so darüber denkst, dann will ich ihm auch vertrauen. Ted, nein, tu das nicht. Das ist nicht richtig. Ich verstehe nicht. Ich will nicht, dass du behauptest, er ist unschuldig, nur weil ich das sage. Ich möchte nur nicht, dass unsere Beziehung darunter leidet. Nur weil du mich liebst, kannst du dir doch nicht einfach Scheuklappen aufsetzen, Ted. Ich will, dass du zu deiner eigenen Meinung stehst. Du musst selbst wissen, was richtig ist, oder? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Laken. Ich bin so durcheinander. Ich weiß, mir geht es genauso. Als ich vorhin unten war bei deiner Mutter, da kam ein Polizist an die Tür. Sie fürchten, dein Vater will sich dem Verfahren entziehen. Was? Wie kommen Sie darauf? Nein, das glaube ich nicht. Sie müssen davon ausgehen, Laken. Sie wissen nicht, wo er ist. Er ist ausgegangen. Wir erwarten ihn jeden Augenblick zurück. Hat sie ihm das nicht mitgeteilt? Aber Laken, wenn er nicht zu seiner Anhörung erscheint, und zwar morgen früh, dann wird es aussehen, als wäre er schuldig. Und wenn schon, er ist es nicht. Ted, ich verstehe gar nicht, was du mir damit sagen willst. Thank you.
Kann ich Ihnen noch etwas bringen? Wir sind im Begriff zu schließen, aber wenn Sie noch etwas haben möchten? Ja, einen Grapefruitsaft, bitte. Grapefruitsaft? Jetzt um diese Zeit? Ja. Natürlich, wenn Sie wollen, ich bin gleich wieder da. Dankeschön. Wer ist da? Oh, ich dachte, Sie wären der Schaffner. Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Ich suche jemanden. Ich habe hier ein Bild. Wenn, Marcello, bist du das? Hey, Marcello! Moment mal! Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ist das der Mann, ja, von dem ja, ja, ja! Was wollen Sie? Was haben Sie vor?